Ja, hi. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zur Ringvorlesung. Bevor es losgeht, ein paar organisatorische Punkte. Ich würde schon einmal was zu den Online-Tests sagen. Der erste Test startet nächste Woche, also am 2.5. um 20 Uhr. Ihr findet die Tests auf euren jeweiligen Lehrplattformen, also an der Uni Hamburg auf OpenOLAT, an der TUHH auf Elias, an der HAW auf dem Übergangs-Moodle und an der HFMT auch auf Moodle. Genau, wie gesagt, 2.5. nächste Woche geht's los, 20 Uhr. Ihr habt eine Woche lang Bearbeitungszeitraum für jeden Test. Das heißt, er endet am 9.5. um 18 Uhr. Und ihr habt einen Versuch pro Test. Die werden so aus circa 10 bis 12 Fragen bestehen. Und ihr habt bestanden, wenn ihr 50% der Punkte in dem Test erreicht habt. Das seht ihr dann nach Ablauf der Testphase für 24 Stunden. Könnt ihr euer Ergebnis einsehen. Und wichtig nochmal, um den Kurs zu bestehen, braucht ihr 50% der Punkte aus allen vier Tests. Also ist es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn ihr im ersten Test nur 14 von 30 Punkten erreicht, also nicht die 50% Punkte, die 50% Grenze knackt. Und dann im zweiten Test euch ausgleicht, denn Kurs ist bestanden, wenn 50% aller Punkte erreicht wurden. Genau, ihr wir laden diese PowerPoint-Präsentation auch hoch, also keine Sorge, ihr könnt es alles nochmal nachlesen. Und wenn dann die vier Tests vorbei sind, veröffentlichen wir die Ergebnisse auf den jeweiligen Uni-Plattformen. Also das kann ein bisschen dauern. Da wäre es cool, wenn ihr in der Zeit von individuellen Anfragen abseht und einfach ein bisschen Geduld habt. Falls dann dabei rauskommt, dass ihr nicht bestanden habt, gibt es immer noch die Möglichkeit, an einem Nachschreibetest teilzunehmen. Da kriegt ihr dann nochmal alle weiteren Infos. Ihr müsstet euch dann dafür nochmal extra anmelden, aber da werden wir dann auch nochmal darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Genau, wir wünschen euch dabei natürlich viel Erfolg. Und falls ihr noch Fragen habt, checkt gerne als erstes eure Lehrplattform und den Instagram-Account von Students for Future. Wenn ihr da nichts finden könnt, könnt ihr auch gerne E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse seht ihr dort. Ja, soweit schon mal zu den Tests. Noch eine kleine Erinnerung, das Seminar zur Ringvorlesung startet morgen, also für alle Teilnehmenden nicht vergessen. Und noch ein letzter Hinweis, bevor es gleich losgeht. Die Vorlesung wird wie immer aufgezeichnet. Also falls ihr später eine Frage stellen wollt, ist eure Stimme über das Mikrofon zu hören, auch auf dem Video. Wenn ihr das nicht möchtet, kann ich die Frage gerne für euch stellen. Genau, ich wechsle jetzt erstmal kurz die Bildschirmpräsentation und dann sage ich noch mal ein paar einführende Worte zum Vortrag. So, genau, starten wir mit der zweiten Vorlesung aus dem Themenblock Ozeane. Heute mit Kai Kaschinski. Er ist Projektleiter des Arbeitsschwerpunkts Fair Oceans im Verein für Internationalismus und Kommunikation. Und der Titel seines Vortrags lautet Stürmische See zwischen Ocean Grabbing und Ocean Justice in Zeiten multipler Krisen. Und was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an die Organisatoren der Ringvorlesung. Ich freue mich sehr, eingeladen sein heute Abend. Und ja, Stürmische See. Es geht um die Klimakrise auf den Ozeanen beziehungsweise entlang ihrer Küsten. Und darauf möchte ich heute Abend einen Blick werfen mit einem Schwerpunkt auf Fragen der internationalen Meerespolitik aus einer entwicklungspolitischen Perspektive, weil unser Verein, unser Arbeitsschwerpunkt nicht, wie es meist üblich ist,
aus dem Bereich der Umweltbewegung kommt, also keine Umwelt- und Naturschutz-NGO ist, die sich mit den Ozeanen beschäftigt, was die Mehrzahl der Organisationen ist, die hier in Deutschland in diesem Bereich tätig sind, sondern wir kommen aus einer Geschichte, ja, der internationalen Politik, sind eine entwicklungspolitische Organisation. Und ja, diesen Blick möchte ich im ersten Teil meines Vortrags etwas erläutern und unsere Perspektive auf die Fragen der Klimakrise auf den Ozeanen erläutern. Und dann im zweiten Teil möchte ich dann konkreter auf Fragen, ja, des politischen Umgangs, der Notwendigkeiten und der Probleme, die diese Klimakrise im globalen Süden vor allen Dingen mit sich bringt, aus unserer Perspektive heraus erläutern. Das ist so im Groben der Aufbau. Ja, der erste Teil der ersten Hälfte meines Beitrags ist quasi überschrieben mit die Ozeane ein durch und durch globaler und politischer Raum. Diese Überschrift hat folgenden Grund. Und zwar sind die Ozeane in der Regel, wenn wir in Deutschland darüber sprechen, im öffentlichen Raum, ich meine jetzt nicht unter Expertinnen und Experten, Menschen, die sich damit näher beschäftigen oder schon, ja, schon länger auch damit beschäftigen, vor allen Dingen am Urlaubsort. Ein Ort, der Interesse weckt, Dokumentationen, Berichterstattung über die Ozeane werden gerne verfolgt. Aber wenn dann auf die Ozeane geschaut wird aus einem mehr politischen Blickwinkel und gefragt wird, was, ja, entwickelt sich dort eigentlich im Hinblick auf Ökonomie und Politik, dann ist das Wissen, denke ich, relativ oberflächlich und auch die Debatten bei Weitem nicht so intensiv. Das Gleiche gilt, wenn man auf die Klimapolitik schaut oder hat gegolten für längere Zeit, meines Erachtens auch für die Klimapolitik, deren Zweig, der sich mit den Ozeanen und Meeren dort beschäftigt, erst in den letzten Jahren verstärkt Geltung bekommen hat. Ich will nicht behaupten, er war nicht präsent. Ich will nicht behaupten, es wurde dort nicht gearbeitet. Keineswegs. Aber die politische Geltung, die dieser Bereich bekommen hat, der war unserer Meinung nach zu gering. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre, denke ich, etwas verändert. Und zwar unter anderem mit dem Sonderbericht, der 2019 zu den Ozeanen und der Kryosphäre rausgegeben wurde vom IPCC. Diesen haben wir auch, ja, ein Stück weit mit Diskussionen begleitet bei uns in Bremen seit 2017. Und die Thematik ist weiterhin auch einer unserer Schwerpunkte der Arbeit. Ja, wirft man einen Blick zurück, einen kurzen Blick zurück, schaut in die 70er, dann ist ein bekannter Punkt, was die Meerespolitik angeht, unseren Blick auf die Ozeane, die sogenannte, ja, die Apollo-Mission, die blaue Murmel, die zerbrechliche Erde. Dieser Blick aus dem Weltraum auf unserem Planeten, die ersten Fotos mit dieser Perspektive, die da unten auch zu sehen sind, hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, ja, den Begriff vom blauen Planeten zu prägen. Und das ging aber in der damaligen Zeit, dann in den 70er Jahren, auch durchaus damit einher, dass die Ozeane und Meere schon Thema der entstehenden Umweltbewegung waren und der internationalen Umweltpolitik. Unter anderem ist das deutlich geworden bei den Verhandlungen zum UN-Seerechtsübereinkommen in den 70er Jahren, das sich bis 82 hinzog und auch noch heute einer oder der relevanteste der Vertreter ist, der die internationale Meerespolitik regelt. Manchen mag der Name von Elisabeth Mann-Borghese bekannt sein, die dort sehr engagiert war. Und die, denke ich, auch eine der bekanntesten Meerespolitikerinnen hier ist in Deutschland, nach wie vor. Ja, unter anderem dabei rausgekommen ist, das ist für viele weitere Fragen auch, ja, für die Fragen, wie können wir Meeresumweltschutz betreiben, wie können wir
Klimapolitik auf den Ozean betreiben, ein ganz zentraler Punkt, der auch aufgrund unter anderem verschiedener Abkommen, die in den letzten Monaten diskutiert und auch abgeschlossen worden sind, zur Sprache kam, nämlich die Unterscheidung, die das UN-Seerechtsübereinkommen dann vorgenommen hat, zur Hohen See, die ungefähr 64% der Meeresfläche auf unserem Ozean ausmacht, und zu den sogenannten AWZs, den ausschließlichen Wirtschaftszonen, die wirtschaftlich genutzt werden können von den Küstenanrainerstaaten und ungefähr 36% der Meeresoberfläche einnehmen. Aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Ja, die 70er Jahre haben also auf internationaler Ebene durchaus die Meere zum Thema gehabt und haben im Prinzip das angelegt, was sich dann in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt hat, nämlich dass sich unser Blick auf die Ozeane und Meere verändert nach und nach. Im 19. Jahrhundert ging man noch davon aus, dass unter 500 Meter Tiefe kein Leben in den Ozeanen besteht oder ja existieren kann. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, in den 1870er Jahren, kam es zu einer ersten Tiefsee-Expedition, zuerst von der Challenger, britischen Schiff, und dann später auch deutsche Mission um die Jahrhundertwende. Aber es hat sich hingezogen bis ins Jahr 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, 1960, der erste Tauchgang, der tatsächlich in eine der tiefsten Stellen unserer Ozeane vordrang. Bisher haben nur 3 Menschen überhaupt diese Tiefe erreicht. Und dann später und jetzt auch heute noch immer weiter die Entdeckung, ja, neuer Arten, aber auch immer wieder auch neuer Ökosysteme wie 1977 die der schwarzen Raucher, die auch in der Biologie, in der Pest einiges vielleicht verändert haben. Ja. Letztendlich hat diese Entwicklung, die Erforschung der Ozeane, unser Vordringen in einen Raum, den wir über Jahrhunderte, Jahrtausende nur sehr oberflächlich genutzt haben, nämlich indem wir mit Schiffen drüber hinweggesegelt sind oder vielleicht mal Netz ausgeworfen haben oder eine Harpune. Diese Veränderung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, hat dazu geführt, dass aus dem Mythos der Ozeane, ja, einem Raum voller Wasser mit Meeresungeheuern, letztendlich ja ein Forschungsobjekt geworden ist. Und dass wir immer weiter und tiefer vordringen und dieses erkunden. Und damit verändert sich auch grundlegend unser Verständnis, unser Natur- oder Meeresverständnis von den Ozeanen. Ich habe ja einige Punkte aufgelistet. Ja. Wir beschreiten im Prinzip Neuland, bewegen uns von der Oberfläche in die Tiefe und aus einer unerschöpflichen Quelle. Auch das dachte man, man kann da so lange fischen, wie man will. Es wird nie ein Ende finden. Mittlerweile wissen wir, das ist nicht mehr so. Es ist eine begrenzte Quelle geworden. Ein Handelsweg, über den Segelschiffe, ja, auch während des Kolonialismus ihren, ja, Europa die Welt erschlossen und eroberten, ist mittlerweile ein Teil der internationalen Arbeitsteilung, der Produktionsstraße der internationalen Arbeitsteilung geworden. Digital wird verfolgt, wo welcher Container sich gerade befindet. Lager werden abgeschafft. Es ist Teil der Lieferkette. Und statt jagen und zu sammeln, sprich zu fischen, betreiben wir mittlerweile Aquakultur, züchten die Fische, verändern sie auch gentechnisch. Ja. Also unser Eingriff in die Ozeane hat in vielerlei Hinsicht seinen Charakter geändert. Und ich denke eben auch unser Blick darauf und auch am Ende die politische Bedeutung, die der Ozean für uns hat. Ja, damit einher geht eben aus einer internationalen Perspektive auf den globalen Süden eine ganz zentrale Entwicklung, dass wir zwar immer mehr über die Ozeane wissen, dass sich gleichzeitig aber deren Umweltzustand keineswegs verbessert und dass das, was das an Folgen nach sich zieht, sowohl durch Überfischung wie auch durch die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf den Ozean, vor allen Dingen die Menschen im globalen Süden trifft.
nämlich die Küstengemeinschaften, die am stärksten abhängig von intakten Küsten- und Meeresökosystemen sind, die ihre Ernährungsgrundlagen, ihre Jobs letztendlich in der Fischerei oder dem Tourismus an den Küsten haben. Das zieht, gerade wenn wir auf die Folgen der Klimakrise schauen in Ozean, was den Meeresspiegelanstieg angeht, was die Zerstörung von marinen Ökosystemen wie den Korallenriffen angeht, oder auch die Abwanderung von Fischbeständen, verschiedenen Fischarten, trifft dies oftmals am härtesten auch dort die tropischen und subtropischen Bereiche und damit eben auch die dortigen Küstengemeinschaften im globalen Süden. Gerade in der Fischerei spitzt sich das im Moment zu, aber da komme ich später auch noch mal darauf. Ja, und auch wenn 80%, das ist so eine Zahl, die immer im Raum hängt, wenn es darum geht, wie hoch ist eigentlich der Anteil an der Meeresverschmutzung seitens der Quellen von Land, wird immer die Zahl der 80% eingeworfen. Auch wenn sicher immer noch nach wie vor der überwiegende Teil von Schädigungen der Ozeane und Meere tatsächlich nicht auf diesen selbst, sondern eben vom Land aus verursacht wird, ist es doch durchaus so, und darauf werfen wir auch vermehrt einen Blick, dass das, was ökonomisch sich jetzt derzeit entwickelt, auf den Ozeanen und in ihren Küstenbereichen mehr und mehr auch Einfluss nimmt auf, ja, die ökologischen Schäden und eben auch Teil, ja, der Klimakrise ist. Ja, ich hatte eben schon die Fischerei angesprochen. Da oben links in der Ecke sehen Sie die Grafik der FAO zur Überfischung. Alle 2 Jahre bringt die FAO einen Bericht heraus zum Stand der Fischerei und Aquakultur. Diesen begleiten wir auch, weil eben aus entwicklungspolitischer Perspektive die Frage der Ernährungssicherheit in der Fischerei für die Meerespolitik ganz zentral ist. Und mittlerweile, über die Jahre, über die ich es jetzt auch schon verfolge, sind wir bei, ja, 35% angelangt. Überfischter Bestände weltweit, die von der FAO registriert werden. Das sind nicht alle, das sind die, die sie registrieren, soweit es eben möglich ist. Und wie man hier auch sieht, die der Unterfischten, das heißt der Bestände, die möglicherweise noch Potenzial haben, um mehr Nahrung zu liefern, stärker befischt zu werden, auch die nehmen drastisch ab. Dazwischen befindet sich dieser Bereich der maximal nachhaltig Befischten. Das sind eben Bestände, die, ja, durchgehend befischt werden, bis eben an ihre Grenze heran oder darunter. Früher hätte die FAO 4 Einteilungen, die fand ich sinnvoller. Da hatte man hier noch mal einen Strich dazwischen. Jetzt ist das zu einem geworden. Aber was das Entscheidende ist, diese Zahl hier der überfischten Bestände mittlerweile eben 35%. Das ist enorm. 35% der Fischbestände auf unserem Planeten haben wir mittlerweile über ihre Grenzen hinaus genutzt, übernutzt, sind auf dem absteigenden Ast. Und wenn man sich die Zahlen der FAO anschaut, wie viele Menschen von den tierischen Proteinen aus der Fischerei und den Meeresfrüchten und der Aquakultur abhängig sind, ist das ein Schaden für viele 100 Millionen Menschen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel dort tätig sind, wie viel von der Fischerei leben, nicht nur vom Fischfang, sondern eben auch vom Aquafarming oder von der Verarbeitung und dem Handel damit, sind viele 100 Millionen Menschen von dieser Entwicklung hier betroffen. Und hinter dieser Zahl versteckt sich mittlerweile eben nicht nur, darum möchte ich darauf aufmerksam machen, nicht nur eine verfehlte Fischereipolitik, die ganz klar dahinter steckt und auch auf internationaler Ebene ist klar, dass diese Überfischung noch einer oder der Hauptgrund für Artenverluste und Schäden an den Ökosystemen in den Ozeanen ist. Aber mittlerweile ist es so, dass aufgrund unserer intensiveren Nutzung der Ozeane
auch andere Nutzungen und eben entsprechend unseres Themas hier, der Klimakrise, auch die Auswirkungen der Klimakrise hier eingehen. Es sind also unterschiedliche Effekte, die sich letztendlich in diesen 35% widerspiegeln. Und ja, dieser Frage möchte ich auch noch im Weiteren ein wenig folgen. Ja, hier nochmal ein ganz kurzer Blick darauf. Das sind die aktuellen Zahlen der FAO zur Bedeutung der Kleinfischerei in diesem Sektor. Man sieht, dass hier fast 500 Millionen Menschen, das sind die Familienmitglieder und die also in der Kleinfischerei Beschäftigten, die sowohl Fischfang betreiben als auch Verarbeitung, davon abhängig sind. 45 Millionen von diesen hier direkt 113 Millionen Beschäftigten, also Direktbeschäftigten ohne die Familienmitglieder, sind Frauen. Wir sehen oft die Bilder mit den Booten, auf denen vor allen Dingen Männer sind, aber Fischerei ist eben auch weit mehr als nur der Fischfang selbst. Ja. Neben der Fischerei kann man aus entwicklungspolitischer Perspektive noch eine ganze Reihe anderer Fragen ansprechen. Aber ja, dazu werden wir heute Abend nicht kommen. Im Prinzip ist aber tatsächlich die Situation so, dadurch, dass wir eben immer mehr auf die Ozeane zugreifen, spiegelt sich letztendlich all das, was wir an Land diskutieren, auf die eine oder andere Art und Weise, also diese Thematiken, natürlich unter den besonderen Bedingungen der Meerespolitik auch dort wieder. Ja. Wie ich schon sagte, wir nutzen es intensiver. Wir industrialisieren die Ozeane. Voranschreitend sind unter anderem wir hier in Deutschland. Wenn man sich hier diese Grafik links ansieht, das ist der Ausschnitt hier markiert der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee. Hier oben haben wir Dänemark, hier unten haben wir die Niederlande. Dazwischen ist unsere Wirtschaftszone und man muss das jetzt nicht im Detail nachvollziehen können, aber es ist keine schöne blaue Fläche, sondern hier sind, das ist eine Karte der marinen Raumplanung, der Nutzungen auf See, die Sand- und Kiesabbau einschließen, die Erdölförderung und demnächst eben auch hier in dem Bereich oder jetzt auch schon Gasförderung einschließen in unseren Bereichen, die Schifffahrtswege einschließen, die Offshore-Windparks einschließen, die Schutzgebiete einschließen, die aber auch dann Kabeltrassen und Pipelines einschließen. Und nicht nur hier vor unserer Küste können wir mittlerweile solche Karten zeichnen. Die marine Raumplanung hat im Augenblick starken Aufwind, weil überall die Nutzung des Küstenraumes sich dramatisch vergrößern. In gewisser Weise, glaube ich, können wir diese Entwicklung auch als eine Reaktion auf die Krisen an Land interpretieren. Wir suchen auf den Ozeanen schon lange nach Nahrung. Jetzt tun wir es verstärkt, vor allen Dingen durch den Ausbau der Aquakultur allerdings. Wir suchen mittlerweile nach den Ozean, auf den Ozeanen, aber auch nach Energieressourcen. Allerdings hat auch das schon, auch hier bei uns in der Nordsee, eine etwas längere Tradition. Aber es ist etwas, das keineswegs aufgegeben wird, auch heute nicht. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Auch heute werden nicht nur Offshore-Windparks ausgebaut, sondern durchaus noch die fossile Industrie in den Küstenbereichen. Aber in vielerlei Hinsicht spiegelt sich das, was an Land geschieht, eben auch dort wieder. Und es gibt einen, ja, das ist auch sehr relevant für uns, einen starken Trend der Menschen in die Küstenregionen zu ziehen. Je nachdem, wo man die Grenze zieht, ob bei 100 Kilometer Entfernung von dem Küstenraum, leben um und bei 40 bis 50% der Menschheit tatsächlich in diesem schmalen Band entlang der Küsten und haben sich dort niedergelassen, haben dort auch, und das ist dann bei der Frage des Meeresspiegels interessant, ja, ihre Wohnstätten errichtet. Diese ganze Entwicklung, dieser intensivere Zugriff, die Suche jetzt
nach Ressourcen, die wir an Land nicht mehr haben, auf See, dass wir sie vielleicht ersetzen können, sei es mineralische Ressourcen, sei es fossile Ressourcen oder eben auch Alternative wie die Windenergie, sei es Nahrung. Ja. All das wird zusammengefasst mittlerweile unter dem Begriff der Blue Economy, der blauen Wirtschaft. Bis vor einigen Jahren hieß es in der Europäischen Union noch Blue Growth, das blaue Wachstum. Aufgrund der Kritik am Wachstumsbegriff in unserer heutigen Zeit, glaube ich, hat man davon Abstand genommen. Mittlerweile hat sich der Begriff der Blue Economy durchgesetzt. Und ja, im Prinzip sind die Strategien, die damit einhergehen, darauf ausgerichtet, die wirtschaftlichen Kapazitäten an der Küste, was zum Beispiel Tourismus sein kann, und in den nahen Küstenmeeren, wie zum Beispiel Offshore-Windparks, aber auch blaue Biotechnologie und andere Bereiche verstärkt auszubauen und dadurch, so laut EU-Strategie, und die EU war da relativer Vorreiter, was die Strategien der Blue Economy und der Meerespolitik angeht, eben dadurch das Wirtschaftswachstum innerhalb der EU zu fördern. Solche Strategien haben mittlerweile auch die USA, haben China und viele, viele andere Länder entwickelt. Blue Economy ist ja, ein Stichwortgeber, ein Kapitel auf jeder Konferenz zur internationalen Meerespolitik inzwischen und eins der bestimmenden Themen in allen Bereichen. Mit diesem ökonomischen Bedeutungszuwachs ist auch ein allgemeiner politischer Bedeutungszuwachs einhergegangen. Und, das ist wichtig zu betonen, die Blue Economy kommt nie allein daher. Blue Economy ist immer verbunden eben auch mit einer Debatte über den Meeresschutz. Im Prinzip wird immer zusammen gedacht oder zusammen diskutiert mit unterschiedlichen Gewichtungen. Wie können wir unsere blaue Wirtschaft ausbauen? Und dann aber auch, wie können wir den Meeresschutz ausbauen? Man geht davon aus bei diesen Debatten, dass das Hand in Hand geht. Es ist aber keineswegs so, dass diese Entwicklung ohne Konkurrenzen, ohne Probleme vonstatten geht, weil darum habe ich unter anderem eben diese Karte der ausschließlichen Wirtschaftszone hier in Deutschland gezeigt, die verschiedenen Nutzungen, die da drin stecken. Wenn man sich das vorstellt, 90% des Fischfangs geschieht eben in den Schelfgebieten entlang der Kontinente, also in unseren Küstenmeeren. Dort werden auch die Offshore-Windparks ausgebaut. Und der größte Teil der wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen der Blue Economy spielt sich im Moment dort erst einmal ab. Dann ist klar, dass dieser Raum begrenzt ist. Und es gibt Konflikte um diese Ressourcen, aber auch um den begrenzten Raum. Sollen wir da einen Schifffahrtsweg haben oder einen Offshore-Windpark? Sollen wir dort Sand und Kies abbauen oder ein Vogelschutzgebiet einrichten? Was geht dort zusammen? Wer setzt sich durch? Das ist eine Frage, die diesen gesamten Prozess sowohl national als auch international begleitet. Und die Voraussetzungen, in diese Konkurrenz zu gehen, die sind nun keineswegs gleich. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf die Klimapolitik. Und die Antworten darauf. Das sind ein paar Bilder. Das eine ist ein britischer Flugzeugträger oben links nach dem Konflikt in Falkland, als er zurückkommt, die Falkland-Krise. Vielleicht manche noch geläufig. Dann haben wir dort ganz großen industriellen Trawler, ein großes Containerschiff und ein Forschungsroboter, ein Unterwasserforschungsroboter. Das sind Dinge, über die wir hier verfügen. In den Industrieländern im globalen Norden, die aber keineswegs zugänglich sind für alle Staaten hier bei uns auf dem Planeten. Forschungsroboter, die auch nur die durchschnittliche Tiefe von ca. 3.800 Metern in den Ozean erreichen, haben vielleicht 10 Länder weltweit. Die mal Daumen. Nur ein geringer Anteil
der Staaten hat überhaupt die Möglichkeit, in diesem Bereich Forschung zu betreiben oder damit einhergehend auch sich die Ressourcen in der Tiefsee zu erschließen. Was für den Tiefseebergbau, der im Augenblick ja auch diskutiert ist, wird eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man sich dann diese Trawler anschaut und sieht, dass die um die gleichen noch übrig gebliebenen 65% der Fischbestände konkurrieren wie die Kleinfischer, von denen ich vorhin sprach, die dann mit einer Piroge, vielleicht mit 20 Leuten oder auch alleine als Subsistenzfischer hinausfahren, ist auch da das Konkurrenzverhältnis nicht ganz fair. Im Extremfall kann es wie im südchinesischen Meer oder wie zwischen der Türkei und Griechenland überall zeichnen sich diese Konkurrenzen mittlerweile auch in mehr oder weniger handfesten, zumindest politischen Konflikten wieder, die aber auch durchaus mit einer Militarisierung des Meeresraums einhergehen, wie im südchinesischen Meer oder in der Arktis. Und zu guter Letzt noch mal ein Verweis auf die europäische Rolle. Viele der europäischen Staaten waren Kolonialstaaten und haben die eine oder andere Insel ihres Kolonialreichs behalten oder immer noch einen politischen Bezug dazu. Überseeische Gebiete. Und die, die hier farbig in grün, in dunkelblau zu sehen sind, gehören eben zur EU. Die Meeresgebiete der EU sind also keineswegs auf das Mittelmeer und den Atlantik, die Nordsee, Ostsee beschränkt, sondern tatsächlich reichen sie ja über den Indischen, Pazifischen, Atlantischen Ozean, überall in der Welt haben wir ja europäische, also ausschließliche Wirtschaftszonen, die unter europäischem Einfluss stehen. Damit aber auch, würde ich sagen, eine globale Verantwortung. Irgendwie hat sich hier aufgehängt, glaube ich. Okay, danke. Ja. Das ist eine Karte, die ist nicht mehr ganz neu, aber sie war mal vor einigen Jahren recht wichtig, weil dort wurde eine Analyse des Zustands der Ozeane gemacht und man sieht hier, je roter der Bereich wird, in dem diese, ne, auf dieser Karte, das ist jetzt hier nicht ganz so gut zu sehen, aber man kann es ungefähr ahnen, die Nordsee, der Bereich um Japan, die Ostküste der USA, auch Südostasien, dort sind einige der Gebiete die intensivsten von den verschiedensten Meeresbelastungen. Und ich hatte ja schon gesagt, es kommt mir darauf an, durchaus auch die kumulativen, die sich ergänzenden, die sich verstärkenden Effekte der unterschiedlichen Belastungen zusammenzusehen. Weil nur so wird letztendlich auch in vielerlei Hinsicht das, was die Klimakrise auf dem Ozean zusätzlich noch an Gefahren jetzt mit sich bringt, eben in seiner Gesamtheit, in der Dimension dann auch klar. Dort ist sichtbar, dass der Mensch im Prinzip alle Bereiche der Ozeane mehr oder minder intensiv beeinflusst und auch schädigt mittlerweile. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass die Debatte um die ökonomische Erschließung der Ozeane, die sich intensiviert hat, auch einhergeht mit Debatten um den Meeresschutz. Viele also Prozesse, internationale Prozesse zum Meeresschutz haben gerade im letzten Jahr stattgefunden und auch bis in diesen ja, hinein. Das ist unter anderem das sogenannte BPNJ, das Abkommen zur Hohen See, zum Schutz und zur Nutzung der Hohen See bei der UN, das UN-Seerechtsübereinkommen erweitert, sein Durchführungsübereinkommen, das das ergänzt. Wie können wir Schutzgebiete auf der Hohen See einrichten? Wurde verabschiedet, trotz der internationalen Konflikte, die wir jetzt haben. Also der Spannung natürlich, des Krieges. Trotzdem ist das gelungen. Davor ist es gelungen, im Dezember in Montreal die Erneuerung, den Vertrag abzuschließen zum Schutz der Biodiversität auf unserem Planeten. Da wurde gesagt, an Land und auf See sollen 30% unseres Planeten
geschützt werden als Schutzgebiete. Das hätte nur funktioniert, wenn eben auch dieses BBNJ-Abkommen jetzt auch abgeschlossen wurde, was ja geschehen ist, weil sonst hätte es keinen Mechanismus gegeben, um die Hohe See auch dort 30% unseres Planeten unter Schutz zu stellen. Das hat alles funktioniert, da läuft eine ganze Menge, aber es sind eben auch eine ganze Menge von Inkonsequenzen, die damit einhergehen. Dass sich das ergänzt mit der Klimakrise, hatte ich schon gesagt. Aber insgesamt ein zentrales Problem des Ganzen, und das gibt es eben bei allen Fragen des Meeresumweltschutzes, wie kontrollieren wir das eigentlich? Wie können wir auf der Hohen See kontrollieren, dass sich auch an die Auflagen, die Verträge gehalten werden? Wer macht denn das? Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Wo kommen die Finanzmittel dafür her? Das ist ein ganz großer Wunderpunkt bei allen Gesprächen zum Meeresschutz, allen Prozessen, die dort umgesetzt worden sind oder auf den Weg gebracht worden sind, ist die Frage der Umsetzung und Kontrolle. Das Land wird kaum erwähnt in diesem Kontext. Es wird ausgeklammert, obwohl es eben immer noch nach wie vor die Hauptursachen dort zu finden sind. Und letztendlich, und das ist die Gefahr an diesem Zusammenhang oder dieser Verknüpfung und ihrer Gestaltung aktuell von Blue Economy auf der einen und Meeresschutz auf der anderen Seite, ist, wenn man das beides zusammenbringt, aber den Meeresschutz dabei nicht konsequent umsetzt, sei es, dass Kontrollmechanismen fehlen oder anderes, dann schaffen wir etwas, was in meiner Studienzeit in den 80er, 90er Jahren wir Schutz- und Schmutzzonen genannt haben. Eine Problematik damals an Land. Wir haben zwar auf der einen Seite die Meeresschutzgebiete, auf der anderen Seite lassen wir aber eben auch zu, dass die Schmutzzonen, die Bereiche, die industrialisiert werden, immer mehr werden. Also wir haben eine parallele Entwicklung von beiden. Das geht Hand in Hand. Und ich würde mal behaupten, ohne die Debatten über den Meeresschutz wäre die so intensive Industrialisierung, wie wir sie hier bei uns zum Beispiel jetzt auch sehen, mit den Offshore-Windparks in der Nordsee, gar nicht politisch umsetzbar. Wir sind also auch politisch miteinander verknüpft und der Meeresschutz legitimiert, wenn es schlecht läuft, in der Konsequenz die Industrialisierung des Rest. Wenn wir also 30% unter Schutz stellen, haben wir am Ende im schlechtesten Fall 70% industrialisierte Meeresfläche. Und die haben wir nicht jetzt. Ein Mehr davon. Das ist eine der Gefahren. Ja, den Bericht hatte ich schon erwähnt. Jetzt mal hier weiter. Ich hoffe, es ist einigermaßen zu sehen. Ich werde es sonst erläutern. Der Kontext, in den ich das stellen wollte. Wenn wir jetzt uns die Klimakrise genauer anschauen und ihre Auswirkungen, dann übernehmen die Ozeane zwei ganz wichtige Funktionen im Klimahaushalt. Sie speichern einen erheblichen Teil der zusätzlichen Wärme, die im Rahmen des Klimawandels erzeugt wird, und sie speichern auch ein gutes Viertel plus minus des CO2s, das in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Diese Speicherfunktionen haben im Prinzip die Klimakrise für uns hier an Land drastisch abgemildert. Ohne diese Speicherfunktion sähe es nochmal ganz anders aus. Das heißt also, eigentlich müssen wir ein sehr, sehr starkes Interesse daran haben, diese Funktionen, diese natürlichen Funktionen des Ozeans so zu erhalten, wie sie sind. Allerdings haben diese Funktionen für die Ozeane auch einen Preis. Sie verändern dessen Ökologie, die Umweltbedingungen, die dort vorzufinden sind, und dann in Folge die Ökologie, die Artenzusammensetzung. Weil die Speicherung des CO2s in den Ozeanen sorgt für das Phänomen der Ozeanversauerung. Ist vielleicht allen geläufig. Das heißt, wir pumpen, also die Ozeane nehmen das CO2 auf und werden tatsächlich saurer. Das hat in der Konsequenz die Folge, dass alle Arten, die auf die eine oder Art und Weise
von Kalk abhängig sind, Muscheln, Schnecken, also Kalkschalen aufbauen, Korallen, ja, in einer zunehmend sauren Umgebung größere Schwierigkeiten haben, dem nachzukommen. Das heißt, sie sind unter Stress, werden geschädigt. Wir haben seit Beginn der Industrialisierung ungefähr einen Anstieg von 25% im Säuregehalt der Ozeane. Und Prognosen gehen davon aus, dass im Laufe dieses Jahrhunderts dieses Problem der Versauerung zu einem erheblichen Schaden unter anderem den genannten Muscheln, Schnecken, Korallen und so weiter führen wird. Und es ist ein globales Phänomen. Ja? Sie speichern das CO2, die Ozeane, aber sie versauern dadurch auch. Und viel mehr oder, naja, komplexere Folgen hat die Erwärmung. Wird das Ozeanwasser wärmer? Nimmt der Sauerstoffgehalt ab? Auch das ist messbar und erhält eine immer größere Dimension. Aber genau da ist der Punkt, wenn wir uns das jetzt nur aus einer Klimaperspektive anschauen würden und würden den ganzen Rest weglassen, okay, ne, auch da wäre es schon ein Problem. Aber hinzu kommt eben unter anderem, dass eine andere planetare Grenze schon überschritten ist bei uns, nämlich die Nährstoffzugabe, die künstliche Nährstoffzugabe in die Natur. Das heißt, all das, was über die Flüsse und über die Luft in die Ozeane kommt, an Nährstoffen, sorgt letztendlich dafür, dass wir in dem Bereich, in dem in dem Ozean der Abbau des organischen Materials stattfindet, so 200 Meter, je nach Meeresregion abhängig ist die Tiefe. Dort wird natürlicherweise das organische Material, das von oben kommt, ja, zersetzt. Da geben wir jetzt Nährstoffe von Land dazu. Das ist wie in einem Teich, ja. Wir düngen den Ozean. Mehr Pflanzenmaterial wächst, mehr Pflanzenmaterial muss auch zersetzt werden. Und gleichzeitig haben wir den dazu notwendig, bei dem Zersetzungsprozess notwendigen Sauerstoff dadurch reduziert, dass wir die Ozeane erwärmt haben und der Sauerstoffgehalt im Ozean sinkt. Wenn man das beides zusammennimmt, kommt jetzt dabei raus, dass wir mittlerweile über 700 sogenannte tote Zonen haben. Zonen, in denen der Sauerstoffgehalt drastisch abnimmt, bis hin zu einem Zustand, in dem er dann für größere oder für Meerestiere nicht mehr zu durchqueren ist. Eine Barriere. Das ist unter anderem auch eines der Argumente, das ins Feld geführt wird, wenn jetzt über den Zustand der Ostsee nachgedacht wird, was eine große tote Zone beherbergt, die Ostsee, dass eben wir lange Phasen haben, in denen diese sauerstoffarme Zone verhindert, dass die Fischbestände aus der oben sich erhitzenden Wasserzone durch diese andere Zone eben hindurch in kältere Meeresbereiche kommen können im Sommer oder in den langen Phasen. Und letztendlich dazu führt, dass diese Tiere unter Dauerstress sind und ja, das dazu beiträgt, dass die Ostsee gerade fischärmer wird. Ja, hinzu kommt die Eisschmelze. Ja. Es kommt dazu, dass das Ökosystem, also ne, die Umgebung sich erwärmt. Nicht alle Arten sind gleich wärmetolerant. Ein großes Problem oder eines der größten Probleme, das wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten haben werden, was jetzt eben Artensterben, Verlust von Biodiversität auf unserem Planeten angeht, werden in der Folge ja das Verschwinden der Korallenriffe sein. Bei 1,5 Grad Erwärmung werden wir schon ungefähr 75% laut Prognose der Korallenriffe verlieren. Wenn wir an die 2 Grad rangehen, dann sind wir bei 95 bis 99%. Das heißt, es werden nur noch Reste der Korallenriffe übrig bleiben, wenn es uns nicht gelingt, die 1,5 Grad Grenze einzuhalten. Und das sieht im Augenblick ja nicht so gut aus. Bei 2 Grad, wie gesagt, wird das artenreichste Ökosystem der Ozeane so nicht mehr existent sein, wie manche, die vielleicht von ihnen geschnorchelt sind und das in den letzten Jahren noch bewundern konnten. Ja, mit der Eisschmelze geht einher eben der Anstieg des Meeresspiegels, zum einen durch Ausdehnung aufgrund der Erwärmung, zum anderen durch Abschmelzen der Gletscher und zusätzlich und Zufuhr
von der Landseite her oder durch Regen von zusätzlichem Wasser. Und es geht damit einher, dass Arten wandern, ne, dadurch, dass diese Temperaturen sich verändern. Die Arten, die dann ausweichen können, ihr Verbreitungsgebiet nach und nach dann entsprechend anpassen können an diese ökologischen Veränderungen, die bewegen sich fort. Auch das ist wiederum unfair für die Tropen, weil ja von dort aus geht es nur Richtung Pole in kühlere Regionen. Das heißt, die Tropen verlieren bei diesen Wanderungen Arten, während wir zunächst, zumindest mittelfristig, auch durchaus davon profitieren können in der Nordsee. Wir haben schon verschiedene einwandernde Fischarten, andere, die zusätzlich jetzt hier im Ökosystem auftauchen. Aber ja, in den Tropen heißt es nur Verlust. Ja, soweit erstmal, das kann man alles noch natürlich weiter ausführen. Neben den Korallen, die wir da unten links sehen, der Korallenbleiche, dem Absterben der Korallenriffe, das andere Thema, das sicher alle kennen, die Arktis, das Meereis, ein anderes Ökosystem, ganze Polarregionen, die wir verlieren werden und da oben links, das sind eben Standorte der sauerstoffarmen Zonen, Hauptverbreitungsgebiete und die roten Punkte, aber auch die blauen Flächen. Ja, und das Ganze hat zur Folge, wenn man den Weltrisikobericht des Bündnis Entwicklung hilft sich anschaut und da mal ansieht, wer in den letzten Jahren da die obersten Ränge belegt hat, das heißt die Länder, die am meisten gefährdet sind von Naturkatastrophen, Umweltveränderungen, dann liegen ganz vorne, ganz häufig, die kleinen Inselentwicklungsländer, die Small Island Developing States. Das ist eine Gruppe bei der UN, die kennen vielleicht viele aus der Klimapolitik eben auch, weil die sich stark mit für das 1,5-Grad-Ziel eingesetzt haben und ihre Gruppe sehr intensiv eben für eine gute Klimapolitik kämpft, weil sie eben als Inselstaaten auch sehr stark davon beeinflusst sind. Das beherrscht im weitesten Sinne auch unsere Debatte, wenn wir über Meeresspiegelanstieg sprechen. Die Bilder aus dem Pazifik oder dem Indischen Ozean von diesen kleinen Inselentwicklungsstaaten, die sich dann immer wieder auch vor den Weltklimakonferenzen die ein oder andere Aktion einfallen lassen, um die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben die Gefährdetsten sind, die im Weltrisikobericht ganz oben stehen. Weil schon bei einem Meter Meeresspiegelanstieg verschwinden ungefähr 75% der Fläche der pazifischen Inselstaaten. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, diskutieren, was Migration aus dieser Perspektive für sie heißt. Sie haben den Begriff der Migration in Würde geprägt für sich. Und es ist ein ganz zentrales politisches Thema dort. Die Frage, stellt man sich auf die Seite derer, die sagen, wir kämpfen, solange es geht, um den Erhalt unserer Inseln, um unser Hiersein auf den Inseln. Wir wollen gar keine vorausschauende Planung machen in der Hinsicht, dass wir uns fragen, wohin wir dann auswandern. Und dann auf der anderen Seite die sagen, ja doch, wir wollen eine vorausschauende Planung machen. Wir wollen das jetzt schon mit in unsere Politik einbeziehen. Und die anderen, die dann wieder sagen, wenn wir das jetzt aber schon machen, haben wir doch eigentlich schon aufgegeben. Dann ist der Kampf doch eigentlich schon verloren. Diese politische Kontroverse, berichten uns unsere Kolleginnen und Kollegen dort im Pazifik, ist eine, die dort quer durch die Staaten viele spaltet. Zwei politische Lager im Prinzip geschaffen hat. In der Diskussion um die Reaktion auf den Klimawandel und den Meeresspiegelanstieg dort. Das ist allerdings eine der bekannteren Folgen des Ganzen. Unsere Außenministerin Frau Baerbock hat ja auch schon zu Anfang ihrer Amtszeit den Pazifik besucht, relativ früh. Deutschland wird jetzt dort wieder eine Botschaft auf Fidschi errichten, etwas, was es eben lange nicht gegeben hat. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Ozeanien-Dialog und den
Brot für die Welt und anderen, die dort aktiv sind. Wir begleiten das schon lange, eben auch wir in Kooperation mit den Kollegen und Kolleginnen dort. Aber im Prinzip handelt es sich dabei bisher, gerade wenn man sieht, wir hatten noch nicht mal eine Botschaft dort, war dieses Thema überhaupt, also ne, politisch nicht gerade so hochgehängt, als dass wir da jetzt sehr viel, oder besser gesagt, die Bundesregierung da sehr viel Arbeit reingesteckt hätte. Aber nichtsdestotrotz ist der Pazifik wahrscheinlich uns hier eher bekannt und diese Konsequenzen. Was weniger bekannt ist, glaube ich, ist das hier, was ich jetzt hier nochmal kurz zeigen möchte. Wir haben hier die Zahlen für die sandigen, flachen Küstenbereiche auf unserem Planeten. Man sieht vor allen Dingen in Afrika sind es 67% der Küsten, die sandig und flach sind, die also vom Meeresspiegelanstieg auf den Kontinenten betroffen sein werden. In Europa sind es 23, hier ne, 33, 27, 32, 35. Also Afrika sticht dabei heraus. Und die Weltbank hat schon Studien dazu geschrieben, wie viel Strand pro Jahr verloren geht, wie viel Meter sich in unterschiedlichen Regionen die Strände zurückziehen. Wie gesagt, aus dem Pazifik, die Bilder, auch die ich davor zeigte, da kennt man das. Aber es geschieht eben nicht nur dort. Es geschieht auch überall hier. Und wir arbeiten im Bereich der Fischerei schon lange zusammen mit Organisationen in Westafrika und haben diese Organisationen haben sich eben auch mit diesem Thema schon seit Jahren beschäftigt, also mit der Frage, wie verändert die Klimakrise die Fischerei und eben jetzt auch die Küstengemeinschaften, weil beides gehört zusammen. Es gibt keine Fischerei ohne Küstengemeinschaft und keine Küstengemeinschaft im globalen Süden in der Regel ohne Fischerei oder zumindest Tourismus, der auch davon betroffen ist. Und das hier ist das Beispiel Saint-Louis, diese Küste, die hier unten zu sehen ist. Das ist im Norden des Senegals, da wo der gleichnamige Fluss Senegal seine Mündung hat. Es war die französische Hauptstadt des, also westafrikanischen Kolonialreichs Frankreichs, ist jetzt ein Weltkulturerbe. Und wenn man hier hinschaut, ist dort einiges im Küstenbereich los. Hier ist der Atlantik, hier ist die Stadt. Hinter diesem Teil der Stadt verbirgt sich dann der Fluss Senegal. Und das sind Konsequenzen von Sturmfluten dort gewesen. Die ersten Reihen der Häuser dort sind zerstört. Das war mal der Fischmarkt, der ist nicht mehr existent. Also dahinter wird jetzt weiter Handel getrieben und Verarbeitung, aber eben nicht in dieser Markthalle. Hier sind die ersten Häuserreihen zerstört oder verschwunden. So sieht das hier aus, wie hier unten links. Und ja, es wird jetzt gebaggert und es wird ein Flutschutz dort gebaut, eine Art von kleinem Deich oder Wellenbrecher. Hier, es hat aber nicht nur die Stadt angegriffen, diese Fluten. Der Senegal hat seinen Mündungsbereich verlegt, hat sein Bett verlegt mit im Laufe der letzten Jahre. Man hat versucht, das zu manipulieren, das ist gescheitert. Dann hat er sich sein eigenes neues Bett gesucht. Und die Konsequenz, das sieht man hier, oder hier auch, hier sieht man die Wellenkämme. Dort befindet sich jetzt im Mündungsbereich des Senegals, dort wo er jetzt hinausgeht, eine lange Sandbank. Die Orte, die davor waren, das hier, dieser Baumrest, der hier zu sehen ist, das war mal der Baum in der Mitte eines Dorfes, die hier in dem Bereich saß. Also hier sind ganze Dörfer verschwunden, als er sein Bett verlegt hat, der Fluss. Und jetzt sind hier im Prinzip Untiefen in diesem neuen Mündungsbereich. Und es sind schon über 300 Fischer in den letzten 8 Jahren dort ertrunken, als sie versucht haben, rein und rauszukommen, um den Hafen hier zu erreichen. Und da sieht man dann, auf dieser Sandbank eben findet man immer wieder Netze. Nicht unbedingt, weil man die freiwillig über Bord geworfen hat oder weil man sie verloren hat beim Fischen, was ein ganz großes Problem ist, was den Plastikmüll in den Ozean angeht. Aber hier eben auch einfach, weil hier Boote untergehen. Weil die bei jedem Wind und Wetter hier vorne um diese Spitze irgendwie rumfinden müssen und durch die Untiefen, die hier jetzt auch ausgebaggert werden, versuchen müssen, in den Hafen der Stadt zu gelangen. Und das ist die Konsequenz für die Leute, die in den Dörfern gewohnt haben, dort in den ersten Häuserreihen. Die gehören jetzt zu einer der größten von der UN unterstützten Gruppe von, ja, ganz klar Klimaflüchtlingen. Es sind mehrere tausend Menschen in drei Lagern im Rücken der Stadt jetzt
also im Randbereich der Stadt untergebracht wurden, mittlerweile schon seit 4, 5 Jahren, die dort eben ihre Dörfer, ihre Häuser und so weiter verloren haben und jetzt in diesen Hütten hier ohne, also unter sehr schlechten Bedingungen jetzt seit langem eben leben müssen, weil dort nicht genug Geld ankommt, um ja Alternativen zu schaffen bisher für diese große Anzahl von Menschen. Das ist die Schule. Na, dieser Bau hier unten links. Das ist etwas weiter südlich, auch im Senegal. Auch dort sieht man die Konsequenzen, die das hier in der Land hat, der Meeresspiegelanstieg. Dort ist ein Strandbereich, der auch Anlandungsstelle ist, an dem unter anderem auch Meeresfrüchte angelandet werden, Muscheln. Die werden traditionellerweise dann an Land verarbeitet, werden gekocht und dann werden die Schalen entfernt, werden getrocknet und dann eben verkauft. Dort sind vor allen Dingen Frauen eben in Beschäftigung. Das Problem hier ist jetzt, dass dieser Strandbereich eben drastisch geschrumpft ist. Es ist jetzt kaum noch Platz für Boote und Verarbeitungsplätze von Frauen. Das, was über Jahrzehnte dort stattgefunden hat, ist jetzt nur noch hier vereinzelt zwischen den Booten möglich. Das heißt, die Frauen mussten sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und nun haben wir eine Situation, wo wir eben die Küsten immer mehr industrialisieren, wo der Tourismus, immer neue Tourismuszentren entstehen, eben nicht nur bei uns, sondern weltweit. Das heißt, der Raum hinter dem Strand und der Strand selbst auch, ist auch umkämpfter Raum im Rahmen dieser Entwicklung der Blue Economy. Und hier hatten die Frauen jetzt das Glück, dass dort ein Bereich war, wo noch keine Bebauung stattgefunden hat. An sich haben sie gesagt, macht das jetzt nicht zu sehr publik, weil wir sind hier illegal. Das gehört auch jemandem, da sollen Häuser gebaut werden. Aber das war der einzige Fleck an diesem mehrere Kilometer langen Strandbereich oder kilometerlangen Strandbereich, an dem sie jetzt noch die Möglichkeit hatten, unter diesen ja wirklich schlechten Bedingungen ja, ihrer Arbeit nachzugehen. Das heißt, irgendwo einfach eine Feuerstelle zu machen. Keine Bauten zu haben oder irgendetwas anderes, wie es teilweise an anderen Bereichen, anderen Anlandungsstellen der Fall ist. Hier unter den schlechtesten Bedingungen. Und diese Entwicklung, diese zunehmende Konkurrenz, die ich ja sowieso schon gesagt hatte, durch die Blue Economy zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, Nutzungsgruppen, verschärft wird weltweit, wird noch einmal dadurch verschärft, dass der Meeresspiegelanstieg, Folge der Klimakrise, den zur Verfügung stehenden Raum entlang der Küsten drastisch reduziert. Ja, und jetzt der Bogen zu uns zurück. Sie haben vielleicht gehört, dass Herr Scholz im Senegal war, dass es hier eine Diskussion in Deutschland gibt um den Bezug von Gas aus dem Senegal, genau genommen aus einem Gebiet an der Grenze zwischen Mauretanien und dem Senegal, wo dort gemeinsam neue Felder erschlossen werden. Involviert ist auch BP und Deutschland dort das Gas beziehen möchte, um dann hier eben, ja, und genau das Gebiet sieht man, wenn man Saint-Louis auf dem Strand steht, sich die Situation der Leute da anschaut und dann den Blick in die andere Richtung wirft, sieht man da, wie da dann ja neue fossile Energie gefördert werden soll, die ja letztendlich die Ursache dafür ist, dass die Situation in Saint-Louis genau die ist, wie ich sie eben da in Kürze dargestellt habe. Das beißt sich. Ist es aber aus unserer Perspektive gar nicht so einfach zu diskutieren. Klar wäre zu sagen, okay, Leute, ne, wir können uns doch nicht alle unser gemeinsames Grab schaufeln, indem wir immer weiter, immer mehr ja, fossile Energieträger nutzen, das noch weiter ausbauen. Und wenn man mal auf den Offshore-Seiten unterwegs ist, dann sieht man, das geschieht massenhaft. Es werden riesige Deals abgeschlossen. Und zwar nicht, weil die Unternehmen sagen, haha,
jetzt Ukraine-Krieg und die Situation jetzt, wir nutzen das und machen weiter wie bisher. So packen Sie das jedenfalls nicht in eine Strategie. Sie sagen, nein, wir bleiben weiterhin flexibel und nutzen alles. Ja? Wir wollen auch in regenerativen Energien verstärkt investieren und so weiter und so fort. Aber ne, wie wir die Diskussion hier bei uns auch kennen, wir brauchen was für den Übergang und so weiter. Wir machen das auch. Wenn man sich dann aber anschaut, wie groß diese Deals sind und dass sie sich über ein Jahrzehnt und weiter hinziehen werden, die Förderungen, die dort stattfinden, dann ist es enorm. Naja, und jetzt soll das hier im Senegal eben auch geschehen. Aber ja, am deutlichsten hat das unser Kollege James Buckman aus Fidschi gesagt, der nicht für diese Art Deals ist. Da ging es auch um Tiefseebergbau, ja, der auch verknüpft ist mit der Klimadebatte. Dort sagt man, wir brauchen Tiefseebergbau, um neue mineralische Ressourcen aus der Tiefsee zu holen, die wir an Land nicht mehr genug haben. Ne? Krise oder Engpässe an Land. Wir gehen ins Meer, holen aus der Tiefsee die Mineralien, die wir brauchen, um regenerative Energien zu bauen, in ausreichendem Umfang. Dagegen engagieren sich da sehr viele, er eben auch, wir zusammen mit ihm auch. Aber er sagt, viele Staaten im Pazifik stehen vor der Entscheidung, selbst wenn sie sich vielleicht überzeugen lassen würden, auch den anderen Staaten beizutreten, diese zu unterstützen und zu sagen, nein, wir lassen es mit dem Tiefseebergbau, weil der zerstört unser Meeresökosystem, ja, dass sie in der Zwickmühle sind. Real sind sie in der Zwickmühle. Und das ist auch so ein Stück der Diskussion im Senegal, wie wir das mitkriegen. Weil diese Länder sind generell in einer aktuell finanziell sehr schlechten Situation. Ihrer Bevölkerung geht es bei weitem nicht so wie uns. Das ist kein Geheimnis. Wie wollen Sie Entwicklung finanzieren? Wie wollen Sie Ihre Schulden bezahlen? Und dann, sagt James eben noch, kommt jetzt hinzu, und das ist das, naja, Makabere an dieser Situation. Wie sollen Sie auf den Klimawandel antworten? Wie sollen Sie sicherstellen, dass eben ganze Städte, Orte, ganze Inseln umziehen können oder Schutzmaßnahmen ergreifen können? Aktuell werden Flutwellen zu ungefähr 50% durch intakte Korallenriffe in ihrer Kraft gebremst, tragen also zum Küstenschutz bei. Wenn die jetzt abstürzen, also absterben besser gesagt, wird sich dieses Problem auch verschärfen, muss vielleicht künstlich etwas errichtet werden. Ja, wie soll das alles finanziert werden? Und da sagen eben viele unserer Partner und Partnerinnen aus dem Süden, wir sind da in der Zwickmühle. Wir können natürlich sagen, okay, wir verzichten jetzt auf diese Einnahmen, aber letztendlich geht das nur, wenn ihr uns Alternativen anbietet. Weil wir können nicht auf Einnahmen verzichten, darauf hoffen, dass ihr alles gut macht, dass schon alles gut wird und wir selbst keine Möglichkeiten haben, auf irgendetwas zu reagieren, weil uns schlicht und ergreifend tägliche Finanzmittel fehlen. Ja. Und ja, darum ist die Entscheidung nicht so einfach. Und darum haben wir ja auch hier in Deutschland die Diskussion, was heißt denn mit dem Senegal auf Augenhöhe darüber zu verhandeln, ob da nun Gas gefördert werden soll oder nicht? Was bieten wir dann als Alternative? Unter anderem in Bezug auf den Tiefseebergbau und die Förderung von Mineralien aus der Tiefsee haben wir gesagt, okay, sollte man nicht einfach darüber nachdenken, ob wir dann, und solche Diskussionen gab es ja schon, wir dann sagen, okay, wenn ihr darauf verzichtet, dann gibt es einen Ausgleichsfonds und ihr bekommt den Ausnahme, also den Ausfall der Einnahmen dann ersetzt aus diesem Fonds. Könnte das vielleicht eine Alternative sein? Oder wir eben entsprechende Fonds im Bereich Klima- und Meeresschutz ja tatsächlich füllen und viel leichter zugänglich machen, auch für Länder des globalen Südens. Es ist nämlich nicht nur eine Frage, ob genug Geld in diesen Fonds ist, sondern auch, ob genug Infrastruktur, Administration da ist, um überhaupt auf diese zugreifen zu können. Ja. Alle diese Fragen hängen da dran und machen diese Entscheidungen gar nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick scheinen, wenn man sagt, ja klar, fossile Energien, nein. Aber im internationalen Kontext dann immer die Frage, ja, und was, wie unterstützen wir die Leute dann dort? Wie viel Zeit habe ich noch?
Keine mehr, ja. Gut. Gut, dann schließe ich das mal hiermit ab, mit dem letzten Bild hier. Es werden jetzt verschiedene Sachen noch diskutiert, eben. Über Schutzgebiete hatte ich jetzt schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Auch über die Problematik Blue Economy auf der einen, Schutzgebiete auf der anderen Seite, legitimiert das eine das andere. Ja, haben wir da vielleicht die falsche Dynamik? Grundsätzlich kann ich nur sagen, Meeresschutzgebiete, toll. Ausbauen, ja, unbedingt. Mehr, unbedingt. Aber im internationalen Kontext eben immer auch mit den Menschen vor Ort zusammen. Partizipativ, transparent und lokal verwaltet. Und im Kontext der Klimapolitik und der Meerespolitik, also wenn man beides zusammennimmt, und diese Debatten kennen wir aber auch an Land, da muss klar sein, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden kann. Wir können eben nicht mit der Schutz, mit der Meeresschutzpolitik, mit Schutzgebieten Blue Economy legitimieren, aber wir können genauso wenig sinnvoll ist es, mit Klimapolitik, zum Beispiel mit Offshore-Windparks, die Nordsee so sehr zu industrialisieren, dass das, was wir da eigentlich schützen wollen, gar nicht mehr übrig bleibt. Also eine ganz knifflige Frage ist im Endeffekt dabei, wie bringen wir Klima und Naturschutz zusammen? Und dann aus unserer Perspektive, wie können wir das dann auch noch so gestalten, dass es von den indigenen und lokalen Küstengemeinschaften vor Ort sinnvoll und gut verwaltet wird? Es gibt einzelne Beispiele dafür, aber ja, das ist eine Debatte, die uns im Weiteren, wenn ich jetzt noch Zeit hätte, viel Zeit hätte, ja, man dann noch genauer führen müsste. Aber auf jeden Fall ist genau diese Problematik oder die Diskussionen darum, aber auch die Frage, wie Küstengemeinschaften im globalen Süden das denn konkret handeln können, wie sie konkret damit umgehen können jetzt aktuell, eine der, die jetzt unsere Arbeit, unsere Zusammenarbeit und Strategieentwicklung auch mit unseren Partnern und Partnerinnen im globalen Süden stark beeinflusst oder eine Schlüsseldebatte ist dabei auch, weil alle natürlich da konfrontiert sind, sowohl von den Auswirkungen der Klimakrise als eben auch von der Frage, wie können wir darauf reagieren. Und ich habe im letzten Jahr ein Projekt besucht in Kenia, im Süden Kenias. Dort ist das so sehr gut gelaufen. Die haben tatsächlich Mangroven angepflanzt, dafür Ausgleichszahlungen bekommen, also blaues, ne, Blue Carbon Projekt gestartet. Aber die halten tatsächlich auch 80% dieses Projektes letztendlich finanziell in ihrer Hand. Die zahlen nur dafür, dass es vermarktet wird und dass es lizenziert wird, was sie da tun. Aber die haben eigene Strukturen aufgebaut. Da landet also am Endeffekt ist es die Community dort vor Ort, die davon profitiert. Das ist aber keineswegs überall so. Es gibt immer wieder auch Beispiele für schlechte Projekte, wo das Geld dann wieder bei uns landet. Ja, in der Mehrheit. Und die Leute vor Ort nicht so viel davon haben. Das ist hier, ja, eine der Schlüsselfragen, wie gesagt, aber damit möchte ich jetzt auch erstmal abschließen und danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Danke sehr. Ja, noch nicht weglaufen, bitte. Gibt es Fragen von eurer Seite aus? Hier vorne direkt. Ja, danke schön erstmal auch von meiner Seite für den spannenden Vortrag und dass du uns auf so einen, ja, Rundum-Wellenschlag mitgenommen hast zu den vielen verschiedenen Ozeanproblemen. Ich habe deswegen eigentlich auch drei Fragen und beschränke mich auf zwei. Genau, die erste ist so ein bisschen von hier aus, Raum Wattenmeer und so weiter ausgehend. Hier in Deutschland ist es eigentlich ziemlich klar, dass man Küstenschutzpolitik betreibt. So, da hat man sich, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch entlang von diversen Kämpfen mit Fischern und Küstenanrainern und so dran gewöhnt, dass Küstenschutz und Küsten-Naturschutzpolitik zusammengehen. Würdest du sagen, dass es auch sowas wie Global Coastal Politics gibt, oder sind die Küsten irgendwie so diese sensiblen Räume, die man auf beiden Seiten vergisst, weil sie weder Wasser noch Land sind und die dann quasi so keine Lobby haben, bei allen internationalen Regimes rausfallen? Das würde mich interessieren.
Und die andere Frage ist mehr so eine Fachfrage. In unserem Forschungsteam forschen wir viel zu Wasserstoff und da natürlich auch zur Frage, wo kommt das Wasser her? Und es gibt super wenig Debatten über Meerwasser in Salzungsanlagen. Und mich würde sehr interessieren, was so deine NGO-Perspektive ist. Inwieweit ist es ein Problem? Zum einen, weil Küstenlinien zugebaut werden würden, wenn man jetzt zum Beispiel in Namibia ganz viel Wasserstoff produziert. Und zum anderen, wie problematisch schätzt du so diesen Eintrag des Entsalzungsabwassers der Brine in die Ozeane ein? Wie sehr ist das ein biologisches oder gar klimapolitisches Problem? Da würde mich so eine Einschätzung interessieren. Denn bisher gibt es ja irgendwie nur technische Debatten und so ein sozial-ökologisches Argument, habe ich das Gefühl, muss man erst bauen. Danke. Ja, danke. Zur zweiten Frage erstmal. Es ist nicht so, dass wir uns und auch nicht unsere Partner und Partnerinnen jetzt intensiv mit der Entsalzungsfrage beschäftigt hätten. Aber das, was ich davon bisher mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass mit der Entsalzung Umweltprobleme einhergehen. So. Und das generelle Problem dabei ist, oder der sinnvolle Ansatz anders formuliert wäre, dass man an dieser Stelle nicht den gleichen Fehler macht wie bei den anderen Produktionsanlagen, wo man es gemacht hat, sondern die Küstencommunities wirklich mitnimmt. Also der Unterschied, finde ich, bei solchen Entwicklungen ist die Frage, hat man eine marine Küstenplanung oder eine marine Raumplanung auf den Weg gebracht, die tatsächlich dann die Bereiche identifiziert, wo ein Eintrag oder ein Zugriff auf Natur- und Küstenregion möglichst wenig Konsequenzen für die Anrainer hat und Anrainerinnen. Weil das ist ja das, und das bezieht sich im Prinzip auf die erste Frage. Also marine Raumplanung und Küstenzonenmanagement werden weltweit ausgebaut im Augenblick. Also da gibt es einen wirklich, also auch immer mehr fachlich unterlegten Blick genau auf dieses Schnittfeld, ja, weil es ist letztendlich der Bereich, von dem diese Entwicklung ausgeht. Ne? Es findet nicht auf der Hohen See statt. Das, was im Augenblick stattfindet, ist im Küstenbereich. So, und die Verknüpfung von Land und Meer an dieser Stelle, ja, geht immer mehr eben auch in diese politischen Überlegungen letztendlich ein. Also das ist das Feld, in dem wir sind. Tatsächlich. Und da, ja, da dieses so umkämpft ist, ist genau diese vorausschauende Planung letztendlich der Punkt. Weil wir werden natürlich Nutzungen haben, die eingreifen, die auch was kaputt machen. Es geht gar nicht ohne. Aber wo wir das machen und wie wir das machen, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Also so gesehen schauen wir da schon kritisch drauf, was daraus wird. Ja, aber ja. Gibt es weitere Fragen? Dankeschön. Hallo, moin. Wie nehme ich das? Einfach okay. Okay, danke. Und zwar, ich habe noch eine Frage zu den Korallenriffen. Sie hatten ja gesagt, bei dem 1,5-Grad-Ziel seien das noch 75% und das ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass wir das erreichen. Viel wahrscheinlicher ist ja 2 oder mehr Grad Erwärmung. Und dann wären es ja nur noch, ja, also fast keine mehr, also bei 95 bis 99% Verlust. Und Sie hatten jetzt gesagt, dass es einmal also dass es sozusagen Schutzwälle sind, die vor Küstenerosion schützen. Aber ja, ich wollte fragen, was noch die Konsequenzen sind von einem Verlust fast aller Korallenriffe. Ja. Wenn die Korallenriffe weg sind, dürfen wir uns dann nicht so vorstellen, als wenn da nichts mehr wäre. Es wird was sein. Die Kollegen und Kolleginnen da aus der Forschung im letzten Jahr war bei uns die zweite, also hintereinander gleich die zweite internationale Korallenriff-Symposium, das große internationale Fachkonferenz in Bremen. Und da wird im Augenblick auch daran geforscht, was denn darauf folgt. Ja, also welche Ökosysteme folgen dann auf die Korallenriffe eventuell? Was bleibt dann vielleicht? Wie viel artenärmer wird es oder welche anderen Arten kommen denn dorthin? So, das ist das eine. Aber was die Korallenriffe jetzt konkret leisten,
ob das dann dadurch vielleicht ersetzt werden kann oder auch nicht. Das steht eben groß in Frage. Und was dann, wenn es dann Seegraswiesen werden sollten, auf jeden Fall nicht ist, ist diese Schutzfunktion, diese Wellenbrecherfunktion. Dann kommt aber noch hinzu, und das ist für viele, viele Küstenregionen und kleine Inselstaaten von ganz, ganz großer Bedeutung, schlicht einer der größten oder der größte Wirtschaftssektor an den Küsten, nämlich der Tourismus. Wenn die Touristen und Touristinnen nicht mehr kommen, um die Korallenriffe zu besuchen und zu beschnorcheln, dann wäre das ein Einnahmeausfall, ja, der wäre wahnsinnig groß. Ja? Also noch weit größer als der Fischerei. Und dann, ja, kommt aber die Fischerei eben noch hinzu, weil die Küstenökosysteme wie Korallenriffe in Kombination auch mit Seegraswiesen und Mangroven, ja, also die intakten Küstenökosysteme sind auch für das Heranwachsen der Fische als Brutgebiete ganz entscheidend. Das wäre dadurch auch gestört. Und wenn dann die Artenvielfalt und eventuell auch die Produktivität, weil davon geht man auch aus, die Produktivität dieser Meeresräume abnimmt, also auch weniger zur Verfügung steht letztendlich, dann hat das natürlich auch zudem noch Auswirkungen auf alle, die in der Fischerei tätig sind und die sich davon ernähren auch vor allem. Das heißt also, das sind die drei großen Bereiche, Ernährungssicherheit, Tourismus und Küstenschutz, die dann dadurch verloren gehen. Und dann in der Konsequenz werden dann auch einige Inseln, einige Küstenbereiche auch schneller noch verschwinden, als sie es ohnehin schon tun. Sie haben gesagt, dass auch erst durch die öffentlichkeitswirksame Errichtung von Meeresschutzgebieten die Intensivierung der Nutzung in Schutzgebieten ermöglicht wurde. Könnten Sie das anhand eines Beispiels erläutern? Weil mir erschließt es sich da nicht so ganz. Ich hätte gedacht, die Industrialisierung und Verschmutzung des Meeres fände so oder so statt und am liebsten halt von der Zivilbevölkerung unbemerkt. Ja, ich hatte allerdings, wenn ich das jetzt richtig akustisch verstanden habe, nicht in den Schutzgebieten, sondern es geht beides im schlechten Fall Hand in Hand. Weil auch wenn die Ozean und Meere nicht so bekannt ist, wie es sich verhält mit der ökonomischen Entwicklung in der Schifffahrt, zum Beispiel aus deutscher Perspektive. Ja, ich glaube, wenige wissen, dass wir eine der größten Flotten der Welt in Besitz haben, weil die wenigsten dieser Schiffe unter deutscher Flagge fahren, sondern unter Billigflaggen anderer Staaten. So haben wir doch schon ein Augenmerk darauf in der öffentlichen Debatte. Mittlerweile jedenfalls geht es den Ozeanen gut, in so einem umweltpolitischen Blick auf die Ozeane. Den haben wir sehr wohl. Und so glaube ich, dass es die politische Legitimität von Industrialisierung der Küstenregionen steigert, wenn wir auf der anderen Seite auch die Debatte um den Meeresschutz haben. Ich glaube, wenn wir diese Debatte nicht hätten, wenn wir sagen, nee, Meere schützen wir nicht, wir machen nur Industrialisierung, wäre das in Deutschland viel schwerer politisch umsetzbar. Ich glaube, und dafür ist eben auch die Debatte, da können wir uns auch drüber unterhalten, also über die Offshore-Windparks. Ja, das ist ja das Beispiel aktuell. Wir kriegen so großflächig bei uns Offshore-Windparks in der Nordsee, dass wir natürlich die Frage stellen müssen, was bleibt dann von der Nordsee noch übrig? Da kann man sagen, okay, regenerative Energie ist uns wichtiger. Veränderungen im Ökosystem nehmen wir deshalb in Kauf. Ja, wir verfolgen auch, das steckt da ja auch drin, auch keinen Ansatz mehr, Natur, so wie sie jetzt ist, hier bei uns zu konservieren, weil wir wissen, sie wird sich mit dem Klimawandel, ne, mit den Veränderungen im Ökosystem, wird sie sich verändern. Ja. Wir können nicht mehr jede Art hier erhalten und das Ökosystem genauso, wie wir es jetzt in den letzten 50 Jahren kannten, weil ne, die Bedingungen verändern sich, die Klimabedingungen, also wird sich auch die Natur verändern. Also verfolgen wir gar keinen konservierenden Ansatz, sondern eher einen dynamischen. Ja, darüber kann man sich alles unterhalten, aber man muss so ehrlich sein und sagen, okay, diesen Eingriff, den wir dann machen, ja, das ist eine Industrialisierung der Nordsee.
Ja? Die verändern ihr Gesicht. Das machen wir jetzt dort. Und das wird legitimiert, weil wir sehr wohl die andere Seite auch bei uns haben. Ich glaube, es wäre in Deutschland viel schlechter umsetzbar, ne, mit so einer Strategie, ja, wir industrialisieren nur, aber Naturschutz, also Meeresschutz gibt es nicht. Auf diesem Zusammenhang wollte ich hin. Meine Frage wäre, was für negative Zacken Auswirkungen hätten denn zum Beispiel Offshore-Windparks für die Ozeane? Sie hatten gerade erwähnt, zeigen, dass Offshore-Windparks ja auch gebaut werden und das Ja. negative Auswirkungen für die Ozeane um die Offshore-Windparks hat. Was für negative Auswirkungen haben denn Was für Offshore-Windparks? Auswirkungen? Ja, okay. Ja. Ich muss es akustisch, ist nicht ganz einfach. Okay. Wir haben, wenn Offshore-Windparks gebaut werden, eine kontinuierliche Lärmbelastung im Ozean. Da hat man versucht, das eine oder andere zu unternehmen und diese Lärmbelastung zu senken. Tatsächlich ist das aber, und wenn dann tausende Anlagen gebaut werden, so wie das jetzt der Fall ist, und die werden ja auch nicht nur von Deutschland gebaut, die werden auch von Großbritannien gebaut. Die Dänen haben jetzt gerade ihr größtes Industrieprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht, indem sie eine künstliche Insel in die Nordsee setzen wollen, was auch in Deutschland überlegt wird, um dann eben Offshore-Windausbau noch weiter voranzutreiben und eben auch Wasserstoff dort gewinnen zu können, eventuell. Ja. Ist das eine dauerhafte Lärmbelastung? Die hat Auswirkungen auf Meeressäuger. Das ist bekannt. Dann kommt hinzu, dass wir in einem Meer wie der Nordsee, einem Schelfmeer, das im Wesentlichen sandigen Untergrund hat, lauter Feste, und zwar nicht mehr in kleinem Umfang, nicht mehr 10 oder so, sondern tausende von festen Untergründen dort installieren. So wie 1000 kleine Helgoland, sage ich immer, weil das ist der Bereich, wo wir Felswatten haben, wo wir die entsprechenden Ökosysteme in der Nordsee haben, die eben auch so einen Untergrund haben. Und das bauen wir da en masse. Damit werden wir verstärkt andere Arten dort haben. Und wie gesagt, nicht begrenzt lokal Einzelfälle, sondern in dem Umfang, in dem wir das gestalten, großflächig. Das heißt, die Artenzusammensetzung der Nordsee wird sich meiner Meinung nach verändern. Das werden wir merken. Dann kommt hinzu, dass wir durch den Dauerbetrieb dieser Industrieanlagen auch Belastungen haben. Die sind meines Wissens bisher nicht so hoch wie die kontinuierlichen Belastungen, die wir durch Öl- und Gasförderung haben, weil da haben wir in der Nordsee allein schon durch den Normalbetrieb ohne Unfall jedes Jahr im Prinzip einen Tankerunfall, der durch den Normalbetrieb, also die Chemikalien, die da eingeleitet werden, ja, die haben so eine Dimension wie ein Tankerunfall. Und nichtsdestotrotz werden wir aber auch durch den Normalbetrieb von Offshore-Windanlagen, dadurch, dass wir da kontinuierlichen Schiffsverkehr haben werden, in viel größerem Umfang auch Schädigungen haben. Also nicht nur durch den Lärm, sondern auch eben durch den gesteigerten Schiffsverkehr, durch Öl und Chemikalien, die mit dem Schiffsverkehr und dem Schiffsbetrieb in das Meer gelangen. Das ist auch Normalbetrieb. All das wird dazu kommen. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir und bei euch fürs Zuhören und ja, schönen Abend. Ja, vielen Dank.